Bei der Räumung eines Protestcamps bei Nantes in Westfrankreich ist es erneut zu Zusammenstößen gekommen. Nach Angaben der Regionalregierung wurden 10 Sicherheitskräfte durch Molotow-Cocktails und geworfene Steine verletzt. Auch die Besetzer meldeten mehrere Verletzte. Die Polizisten setzten Tränengas ein. Die Polizeiaktion hatte am Montag begonnen und könnte sich bis Ende der Woche hinziehen. Angefangen hatten die Proteste vor fast einem Jahrzehnt, um den Bau eines Flughafens bei Nantes zu blockieren. Ein Projekt, das die Regierung vor wenigen Monaten kippte. Dennoch wollen die Besetzer das Gelände bei Notre-Dame-des-Landes nicht verlassen.